Hey Florenz, ja, wir sind alte Thai-Reisende, speziell immer den Strand von Menam und wohnen zurzeit auch wieder im Menam-Resort und müssen feststellen, dass eigentlich kontinuierlich frühmorgens immer diese Art Spucker auf dem Wasser ist. So, jetzt frage ich mich, was ist das? Wir haben Auskünfte bekommen, das wäre angeblich eine Algenblüte. Aber eine Algenblüte, die zeitlich begrenzt ist täglich, kommt mir ein bisschen komisch vor. Mein Verdacht ist, dass es eben Abwässer sind, die hier zu bestimmten Zeiten eingeleitet werden. Ich habe hier auch ein bisschen das Menam-Resort im Verdacht, da hier ich irgendwelche Abwassergruben, wie es eben zum Beispiel beim Shangri-La der Fall ist, noch nicht gefunden habe. Ja, vielleicht kannst du dich der Sache mal widmen und es wäre vielleicht auch wieder ein schöner Beitrag für dich und deine Kommune.